Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen mit dem großartigen iDespin. Hallo. Hallo, was bin ich? Fulp. Geht es heute mit dem privaten Multiplayer an den Start? Es gibt einige Dinge, die wir herausgefunden haben, die nicht so geil sind. Über die wir euch jetzt gleich... Minuten. Ey, du hast den nicht wirklich der Kanickel gekauft, Mann. Nein, ich hab den aus der Kiste gezogen. Den Kopf. Ich weiß gar nicht, warum der den schon anhat. Guck mal die Augen an, Alter. Der private Multiplayer ist da, Freunde. Und das Alter, Erste, was... Wie schnell ist mein Ding? Das, wie schnell ist dein Ding? Das Erste, was vielleicht dem aufmerksamen das Zuschauer auffällt... Das Erste, was dem aufmerksamen Zuschauer auffällt, ist, es gibt keine Fehler. Schon wieder nicht mehr, ne? Und keine Zeit. Sag mal einen rüber, Alter. What? Ah, ist machbar. Hallo. Das sah bei dir gerade eben so gut aus. Ich habe noch gar keinen Flow hier. Easy. Ja musst du. Den Flow musst du haben, ey. Aber. Ich bin halt auch talentierter Rapper, deswegen, da kommt das immer. Flow. Warum? Weil du Flow hast? Ja, weil ich Flow habe. Bin auch talentierter Rapper, da kommt das. Ja, ist klar. Also, der private Multiplayer ist seit Donnerstag draußen. Und natürlich ist jetzt, also... Welcher Tag ist heute? Heute ist Sonntag. Sonntag. Kamen natürlich direkt jetzt ein paar Leute, ey, Two the Twilight kann starten. Ich sag's mal so, ihr werdet gleich sehen... Es wird wahrscheinlich eine Tour de Salz werden, aber es wird keine Two the Twilight werden. Das hat erstmal damit zu tun, dass ich nicht über die scheiß Hindernis rüberkomme. Aber... Ey, ohne Scheiß... Muss Bunny auch machen, Krieger. Junge. Was denn? Kann nicht wahr sein. What? Die Mine war versteckt, ey. What? Oh, shit. Ey, kann doch nicht wahr sein, Mann. Erste Map fängt schon super an. Kann's nicht wahr sein, oder was? Ich komm nicht rüber. Ich find's jetzt echt cool, wenn ich ins Ziel komme und werfe 0 Punkte kriegst und den TNF gemacht hat. Aua! Ja, da kommen wir gleich zu einem Punkt, Freunde. Den wisst ihr noch nicht, wir wissen ihn schon. Warum wissen die denn noch nicht? Hast du die andere Aufnahme jetzt einfach gelöscht, oder was? Ja, weil da warst du zu gut. Achso. Ich habe übrigens hier übelst fertig gemacht. Vorher. So, Despin ist im Ziel. Jetzt habe ich noch... Na klar! Na klar, Junge. Bunnyhop machen. Oh, da hast du es geschafft, ey. Mensch. Gott. Als dein Lehrer bin ich stolz. Als Danke. Dein Mentor. Guck dir das an, wie ich hier durchzuckere. Mhm. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Krieger. Oh, das war nicht so gut. Ah, das war auch nicht so toll. Aber wisst ihr was... Freunde, drauf geschissen, weil hier bekommst du Auszeit für das kriegen. Hier bekommst du 8 Punkte, wenn du ein DNF kassierst. Du bekommst 8 Punkte. Das finde ich natürlich lächerlich als guter Spieler. Ne? 10 Punkte kriegt Despin, der es geschafft hat, als erster in die Map zu kommen, und ich habe es nicht geschafft, aber ich kriege trotzdem 8 Punkte. Ich finde das schön, dass du so ein Seepferdchen hast. Oder? Ja. Dankeschön. Mit dem CK. Und so. Oben auch noch schön der Hai oben drauf. So, ich habe mir halt schon Gedanken gemacht. Mit meiner. Ja, bei meinem Charakter auch. Ja. Der spiegelt mich wieder, der Charakter, ja? Ja, ist korrekt. Der so. Hat eine tiefe Mitteilung. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ein Fössel oder wie auch ein Cresinio oder auch gerade ein Robert darüber denken werden. Weil letztendlich ist dieses System perfekt für, ich nenne es mal vorsichtig. Ups. Ja, für Deine schlechte Loser Spieler. Nichts können.
bin ich eigentlich doof? War rhetorisch, bevor wir kriegen. Hä? Mhm. Mann, ey. Was für ein Gekrepel, Mann. Junge, warum macht man das denn so? Das ist doch absolut unnötig da, so kompliziert. Muss man das im Hinterrad machen, maybe? Warte. Ja. Weiß. Also, so Sachen wie, dass keine schön synchron spielen, ja, und der Pisser schafft das, ey. Ja, aber ich gut bin, nicht schwer. Finde ich gut, dass wir die Aufnahme nehmen. Okay. Was? Warum bist du jetzt vorne? Das ist so einfach so ein, ich habe keine Geduld für dieses Hindernis, weißt du? Und das Traurige ist, dass halt die Zeit nicht angezeigt wird, dass die Fehler nicht angezeigt wird. Es ist komplett irrelevant, wie viele Fehler du hast. Ich kann mich jetzt da oben hinstellen und kann hier die ganze Zeit Fehler machen bis zum Gehtnimmer. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder nicht, ob das so gewollt ist oder nicht. Ich muss mal auch fairerweise sagen, die machen das zum ersten Mal mit dem Multiplayer. Ja. Haben keine Erfahrung. Die haben noch sonst davor keine Spiele gemacht. Das erste Trials ist das ja. Wissen wir ja alle. Kann es immer passieren, dass da auch mal ein paar Bugs dabei sind. Ja. Aber Hauptsache, wir haben ein Loot-System, Mann. Doch nicht funktioniert, by the way. Ich habe auch gelesen, dass nach dem neuesten Patch bei manchen Leuten aber Hälfte vom Inventar weg war und sowas. Ja, ist aber auch wahnsinnig schlimm. Ja, die haben sich beschwert. Die fanden das gar nicht so toll, ne? Ja. Junge. Auf jeden Fall fahren wir jetzt Maps. Ich hab das Gefühl, der Hasenkopf ist zu schwer. Also ich habe jetzt einen Nachteil. Glaube ich auch. Frohe Ostern, Desmond. Danke. Wann ist eigentlich Ostern nochmal? Oh, Desmond, jetzt? Ohne Scheiß. Heute. Heute ist Ostern? Ja, für dich ist heute Ostern. Wait, what? Wann ist Ostern nochmal? Ostern ist so ein unwichtiger Feiertag, mal ehrlich. Ja, seitdem du nichts mehr kriegst, ist der für dich unwichtig. Ja, aber so krieg keiner einfach mal keine Eier mehr zum Suchen, ey. Ich möchte das einfach unkommentiert stehen lassen, ey. Ja, besser ist das. Muss auch nicht zu allem was sagen, ne? Ey, laber doch nicht, Mann, ey! Das ist so lächerlich. Und das Schlimme ist, jetzt mal ganz ehrlich, wir können einfach jetzt hier einen Schnitt machen. Und irgendwann weiterschneiden und sagen, so, wir sind jetzt hier gerade rüber. Bin ich rüber. Zwei Fehler haben wir gemacht. Ihr wisst es nicht, weil man sieht ja keine Zeit, man sieht keine Fehler, man sieht gar nichts. Junge, hallo? Alter. Das verstehe ich halt nicht. Der hat das richtig gut ausgerechnet, wie der richtig abfucken kann mit seinem Hindernis, ne? Ja, hat er. Also der Ersteller hat das nicht so mal eben so gebaut, sondern, wie du schon sagtest, der hat das echt auf maximales... Der hat sich da hingesetzt und hat sich schon Formeln ausgerechnet. Wie kann ich am besten abfacken? Wie hoch muss dieser Reifen hier sein? Wie steil muss das Ding hier sein? Aber zum Glück ist das nicht so schwer, das Hindernis. Ja, kommst du jetzt hier hin. Alter. War auch nicht schwer. So echt nicht. Du willst doch nicht mal rüber. Ja, trotzdem. Hier ist schwer. Das schwierigste Hindernis der Welt. Was für ein Pisser, Junge. Junge, wie heißt der Map-Ersteller? Oh, was ein Schwanz, Junge.
Also ohne Scheiß, geile Map so gesehen. Ja, klar, also richtige Wix-Map ist das. Junge, was ist das? Wie heißt der Map-Ersteller, Alter? Oh, du böse Nachricht im PSN, ey. Eine böse Nachricht im PSN. Ja, der kann sich schon mal was gefasst machen, Junge. Je nachdem, welche Sprache der spricht. Der hat auch coole Sätze oder so. Was? Ja, du dummer Ficker, hast dich reingeschossen, Junge. Hey, man. Dieser fucking Hase, Alter. Boah, Junge. Also, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr über den Multiplayer denkt, wie ihr über das Spiel denkt. Ich habe jetzt schon ein paar Mal meine Meinung gesagt. Und Heide Witzka, ne? Achso, das ist Spike, ne? Alles voll ruhig. Kann vielleicht daran liegen, dass kein Motor dabei ist. Ja, meine ich doch. Also ich muss sagen, ohne Fehler und so, klar, wenn man jetzt ein Bro mitnehmen würde, ein Lars, ein Schlange, dann wäre das, glaube ich, nochmal so ein bisschen spaßiger. Spaßiger. Was ist das denn? Weil die halt dann auch eine gute Chance haben, ja, Punkte zu bekommen. Okay, darf ich nicht? Ah, das ist ja voll cool mit diesem Ding, was sich so hin und her bewegt, ey. Richtig cool. Ja, muss man mal schätzen müssen hier, ne? Und eine große Halle, die er hier gebaut hat. Das stimmt. Die Leute sitzen einfach sau weit weg, Alter. Ja. Die sehen das einfach gar nicht. Ah, da unten fährt ein Rennen. Ein Autorennen wird da gefahren. Ich weiß nicht, wie ich mich auf das Spiel konzentrieren soll, wenn da hinten einfach, ich weiß nicht, eine ganze neue Welt für mich noch zu entdecken gilt. Eine neue Welt für... Da hinten ist ein Burnout, siehst du den? Oh. Oh! Was ist das denn hier? Ah ja. Das. Boah, muss ich jetzt warten, bis das Ding wieder zurückkommt, oder was? Darf ich das jetzt dagegen? Nee. Durch Assi, ne? Boah. Aber easy! Das ist ganz easy, Despen. Das ist schon easy, ja. Eine komische Map, ne? Also... Da hinten, Alter. Das Auto. Aber zumindest kann man nicht sagen, dass die Blitze den Fahrradfahrer stören. Sonst juckt es halt auch anscheinend echt keinen. Die gucken alle vorne die coolen Autos an und hier so hinten fährt so. Oh, scheißegal. Dieses Auto da hinten lenkt mich einfach ab, dass die ganze 360s macht.
Macht 720s, das man. Wann kommt der Quickscope? Digga, bist du hyped, wenn dieses Jahr Modern Warfare 2 Remastered rauskommen wird? Richtig, Junge! Wärst du echt hyped? Nein, Mann. Warum nicht? Warum nicht? COD ist... doch gar nichts mehr hyped, kann das sein? Hey, ohne Scheiß, fällt echt schwer. Weil, ja, guck dir doch mal die Spiele an, selbst Twilight, weißt du, ich war so, hab mich so auf Twilight gefreut. Ey, und dann siehst du dieses Spiel, allein wenn ich deinen Hasenkopf sehe, ne? Krieg ich schon wieder das blanke ich Kotzen. Ich vermisse auch den Nashornkopf, muss ich sagen. Also das ist schon echt ein Minuspunkt. Du vermisst die Einhörner. Ich hätte gern... Nee. Ich hätte gern eine Goat, eine dicke, fette Ziege, auf der ich hier hoppeln kann. Das wäre mal eine Idee, ja. Ja. Wenn man auch was Neues. Was gibt's ja auch so noch nicht, ne? Ziegen reiten. Jetzt da hier gibt's ja nicht. Was haben wir jetzt da hinten? Speedrennen oder was? Einfach jede Menge Leute. Genau. Das waren so richtiges Trials, ey. Come on. Auf welches Spiel freust du dich denn? Dieses Jahr? Aber ich finde von den großen Publishern, boah, da ist nichts bei, wo man sich richtig drauf freuen kann, weil die enttäuschen mittlerweile nur noch. Bei EA kannst du ja knicken. Ich muss sagen, EA mit Apex hat mich echt überrascht. Apex? Okay, aber EA ist halt ansonsten, ich meine, Battlefield... Was muss man mal machen können, ist Battlefield, Battle Royale mal zocken. Ja. Habe ich schon gespielt. Ist, also, wenn du den jetzt so. Ich habe den mit Glas und nicht. Schlange gespielt. Und ich glaube, Borussia war auch dabei. Das ist halt Battlefield, ne? Das ist halt sehr, sehr, ich sag mal, langsam. Ich finde den schon ganz geil. Easy. Ja, Glückwunsch, kriegst du 10 Punkte. Ja, 2 Punkte mehr als du, ne? Egal, ob du ein Sieg oder nicht. Das ist, ja. Ist egal, was du machst. Du kannst das Ergebnis nicht ändern, Krieger. Ein schöner Vergleich. Erster, ich liege oben drauf. Ja. Nice. 8 Punkte, das ist, also, Leute, ich kann mich nur wiederholen. Also, wenn du ins Ziel kommst, so stehst du ja, ne? Genau, wenn ich ins Ziel komme, okay, ne, aber für ein DNF? Ja. Das ist halt so dieses, ach ja, du hast es versucht, Hauptsache du hast mitgespielt, hier, kriegst trotzdem einen Pokal. Du hast dich für einen Marathon angemeldet, kriegst trotzdem eine Medaille, auch wenn du nicht ins Ziel gekommen bist. Ist schon komisch. Also ich weiß auch nicht, wer da auf die Idee kam, das so zu machen hat. Okay, cool. Fahr auf jeden Fall erst zurück. Warum? Ja, weil du erst Anlauf nimmst. Fahr einmal erst zurück. Gegen dieses Fass. Vor allen Dingen, wir haben eben eine Map neu gestartet. Eine Ninja-Map. Die nicht geschafft hat. Eine Ninja-Map in einer anderen Aufnahme, die nicht hochgeladen wird. Eigentlich. Keine Ahnung. Ganz blöd. War so ein blödes Ende. Ich meine, wenn du. Es gibt halt hier jetzt keine Begrenzung, ne? Wir können jetzt hier 5 Stunden auf dieser Map fahren, bis wir die irgendwie mal geschafft haben oder auch nicht. Und irgendwann sollte es dann heute doch trotzdem eine Grenze geben. Schönes Lake. Lecker. Come on, dude. Moment. Das ist eine Map ist ja. Aber ich glaube, wir sind uns einig. Map-Design ist geil, die Fahrphysik ist okay. Aber der Rest. Sehr gut. Aber der Rest ist halt echt leider. Ja. Richtiger Shit. Die haben ein gutes Grundgerüst, aber
Irgendwie nichts drauf aufgebaut, ne? Ja. Wie du eben schon sagtest, ja. Das erste Mal, dass die Multiplayer rausbringen. Ja. Leckt rum. Ich meine, du hast in der Streckenzentrale, darüber habe ich mich jetzt so noch gar nicht aufgeregt, da können wir auch noch mal machen. Oh gut. Ich meine, du hast in der Streckenzentrale, hast du Vorschaubilder von den Maps. Die sind relativ groß. Sind halt Screenshots von den Erstellern, dass du so einen Eindruck hast, welches Design die Map hat oder wie die Hindernisse aussehen oder was weiß ich. So. Oh, wie random ist das. Dann lädst du die runter und merkst dir so die Namen oder so. Bringt nichts, weil wenn du die in den Multiplayer reinhaust, siehst du diese Vorschaubilder und du siehst sie verzerrt. So Kleinigkeiten, so lieblos. Ich meine, ich stelle mir mal vor, so, da sehe ich auch so ein bisschen das, den Geschäftsmann und so diesen ganzen, dieses ganze Team, was dahinter steckt. Ne? Ich meine, du hast Programmiererteam etc. und du sagst, ey, du willst ein Spiel programmieren. Und dann sagst du, okay, was für ein Spiel wollt ihr denn haben? Ja, es soll das und das und das erfüllen. Okay. Kriegt das hin? Ja, kriegen wir hin. Dann setzen dich da hin und dann bringen die das Spiel raus. Und da kannst du mir doch nicht erzählen, dass da keiner sagt, ey, hör mal, ist dir nicht aufgefallen? Die Karten sehen verzerrt aus. Ja, kriegen wir nicht hin. Ach so, ja, kann. Egal. Fällt denen nicht auf. Das sind dumme Leute. So, ich weiß nicht. Ich habe den Anspruch irgendwie, wenn ich dann sowas mache irgendwie. Keine Ahnung. Das muss mir doch gefallen. Das bin hoch. Hopp. Ja, fein. Kriegt der Sprichwort Bunny Hopp einen ganz anderen Begriff bei dir. Na, also, das ist so. Boah, hey, wir bringen das Spiel raus. Ey, der Multiplayer läuft aber noch nicht, Chef. Ach, der nächste kriegt auch 8 Punkte. Wie, der läuft noch nicht? Nee, der läuft noch nicht. Haben wir nicht hingekriegt. Ach so. Ja, okay. Aber Lootboxen gehen. Ja, dann aber, ist okay. Aber Lootboxen gehen, ja, sind auch noch ein bisschen verbackt. Ja, egal. Hauptsache, wir kriegen damit nochmal eine müde Mark. Dieses Spiel wird nicht ohne Lootboxen released. Ja, ohne Scheiß. So. Haben wir die Streckenzentrale? Ja. Haben wir irgendwelche unnötigen Wheelie-Aufgaben mit Backflips? Ja. Auch mit Frontflips? Ja. Brennt das Motorrad in gewissen Situationen? Ja. Alles gut. Funktioniert der Streckeneditor? Ja. Also was mich halt hart gestört hat an den Aufgaben, wenn du online bist in PlayStation, dann wird jemand ausgewählt. Ich glaube, der ungefähr, der einfach besser nochmal ist als du ein bisschen von der Ranglisten bla bla her, ne? Und wenn du Pech hast, hast du da wirklich einen, der richtig, richtig gut fährt. Und dann steht da, schlage den und den oder hol den auf, sogar am besten noch, der dann in der Mitte von der Map startet, ne? Und ja. Dann hast du wirklich manchmal, ich hatte da wirklich einen, da musste ich mich dann auf Offline stellen, weil diese Aufgabe einfach für mich fucking unmöglich war, weil der Typ einfach viel zu schnell war. Weil ich musste irgendwie so und so lang in der Luft sein, das heißt, ich musste halt so und so hoch springen. Ja, die kenne ich, die Aufgabe. Und da musste ich einfach offline stellen, oder was? Genau, und dann habe ich mich offline gestellt und dann kriegst du halt so ein, ja, von diesem Bronze-Baby, so bla bla bla, irgend so einen Typen, ne? Okay. Und dann ist es so 20 mal einfacher. Das ist sowas, wo ich dann so sagte, what the fuck? Why? Also, du kannst die gleiche Aufgabe haben, aber deine ist viel schwieriger als die von einem anderen, weil der einfach irgendeinen Bob bekommen hat in der scheiß Rangliste und du einfach irgendein Pro. Ja, genau wie hier, wo der Bobo 8 Punkte kriegt. Ja, du. Kommt man unten durch? Das war, was glaubst du? So, das ist eigentlich mal eine ganz gute. Das ist eigentlich eine gute Idee. Da hab ich so gar nicht so dran gedacht, ey. Bis sie ganz versucht, oben lang zu fahren. Hab ich mal einen Versuch. Oh, ja, okay. Ich glaube aber, es ist nicht so gedacht. Glaube ich auch nicht. So, hier finde ich zum Beispiel, dazu hattest du bei Fusion, hast du mehr Grip auf dem Hinterrad bekommen und hattest mehr Power. Hast du den großen Kuhkopf da hinten gesehen? Ja. Schon, ja, cool. Und die unheimlich, Kühe. Ne?
Das finde ich sehr cool. Also denn so diese Sache noch so im Hintergrund und so ist um einiges interessanter diesmal. Das stimmt, ja. Wenn du halt die Zeit hast, bei den Hindernissen immer aufs Hinter- auf den Hintergrund zu achten, wie bei dir, ja. Ja, wenn man halt einfach ein Genießer ist. Die Map so aufsaugt. I Despin, Genussmensch. Ja. Aber man kann jetzt seinen Namen bei PlayStation ändern, habe ich gesehen. Ja, wie willst du dich umbenennen? Weiß ich nicht, mein Name ist irgendwie schon vergeben. Wie hättest du dich denn genannt? Despin. Keine Ahnung, Despin gibt's einfach schon. Übrigens gibt es Despin einfach überall schon. Auch auf Twitch, es gibt irgendeinen Spasti, der folgt nicht mal Leuten. Und nur Leute, die denken, ich bin das, folgen dem. Der hat sich einfach Despin genannt. Und ist nicht mal irgendwie, der folgt niemand, der ist nicht mal aktiv auf der scheiß Seite, Alter. Tut mir leid, Despin. Ja. Braucht dein Mitleid nicht. Mö. Hast du reingeschossen, ey? Hab ich auch. Ja, ich muss sowas nicht, guck mal. Alter, die Kuh, die ist rot. Damit kannst du Despin So, Entscheidungsmenge immer noch nicht. Wahnsinn. Wie lange dauert die Aufnahme schon? Gute Siegerpose, ey, übrigens. Das ist auch sowas, ne? Auch, also auch unnütz as fuck. Was mich sau stört, ich meine jetzt okay, aber nach jeder Kack-Map, die du fährst in diesem Singleplayer, ne? Irgendwo so ein Derfer kommt und diese scheiß Siegerpose am Ende macht. Boah, richtig nervig. Yeah. So, mit dem Bagger und so ist echt geil gemacht. Mhm. Coole Hindernisse. Hast du eine Floor Map? Oh shit. Ja, wenn du so einfach auf diese Fässer zufliegst und schon. Ja, und du weißt es schon so. Ja, scheiße. Das war, hätte ich ein bisschen mehr Anlauf nehmen müssen, du. Da muss er aber auch perfekt springen. What? Bitte? Auch wieder so, Hauptsache du berührst das Fass minimal, Junge. Junge, ich flieg ja auch die ganze Zeit über diesen scheiß Looping drüber, Alter. Das sieht doch gut aus. Da ist ein Helm oben auf dem Holz drauf. Auch interessant. Gutes Easter Egg. Okay. Oh Mann, du Penisbackenkacke, ey. Erklär mir das, braucht man bitte. Penisbacken, nicht so erklären, selbst erklären. Das ist eine Penisbacke. Ah, easy, gute Map. Aber das ist cool am Ende. Weil du das auch noch siehst. Ja, sehe ich auch noch.
Der Boxhandschuh, aber siehst du das? Cool, ne? Jetzt auch wieder, ne? Despin hat den Hasenkopf. Steht mein Name drunter und 8 Punkte. Also die Figuren sind vertauscht. Kann dir mal passieren. Er kann doch nicht so schwer sein. Er kann doch echt nicht so schwer sein. So Kleinigkeiten. So, ne, ich habe ja nicht, ich bin kein Programmierer, ne, aber ich frag euch, kann ich so, das ist doch, stellst du einfach sagen, ey, if Player 1 gewinnt, gib ihm 10 Punkte. If not, gib ihm 8. Gib ihm 8. Rapp. Du solltest Programmierer werden. Ja, Mann, ey. Mann. Also, wenn du einfach gerne streckenzentrale Maps fährst hier, weil ich immer neue Maps und sowas haben willst, dann kannst du schon gut Spaß haben mit dem Game. Ich glaube, das ist das richtige Spiel für dich. Beste Trials. Ich finde aber, so viele neue Maps gibt es jetzt auch nicht. Noch nicht. Ja. Kommen ja immer neue. Also wenn du das magst, ist das, glaube ich, das beste Trials für dich. Wenn du gerne Multiplayer mit deinen Freunden spielst und Spaß hast, dann spielst du, glaube ich, lieber Trials Fusion gerade. Ich glaube, wenn du, sagen wir es mal so, ich finde das Trials sehr gut, wenn du Anfänger bist. Aber wenn du gerade frisch anfängst mit Trials, ist das beste Trials, um Trials zu erlernen. Also da muss ich aber sagen, ich finde es halt ganz cool. Wie gesagt, ich bin nicht so weit, weil ich keinen Bock habe, die Kampagne zu spielen. Aber was ja auch schon, genau, ich weiß noch, wie ich damals im Fusion motiviert war, die scheiß Maps alle auf Platin zu machen und was weiß ich. Aber ich finde es ja ganz cool, dass es hier diese Ninja-Maps und so auch gibt, so von denen aus. Also es gibt auch, also wenn du ein richtig guter Spieler bist, hast du ja auch Content, ne? Was ja ganz cool ist. Wie soll ich das hier machen? Das Design ist schon geil. Ja, ne? Also die Texturen von dem Holz und so, das macht schon was her. Macht auch Spaß dann, ne? Das stimmt. Wir müssen nur noch, also schön, dass Ubisoft... Die Kinderkrankheiten müssten raus. So. Ja. Was? Moment, sind das jetzt die Standard-Maps? Nee. Das ist keine Standard-Map, oder? Ich meine jetzt, das ist aus der Streckenzentrale, ne? Ja, ja, so ein Custom Maps. Okay. Ja, ist ja schön. Ich meine, die beste Arbeit macht halt die Community anscheinend, ne, weißt du? Ja. Also ist jetzt nicht so als... keine Ahnung. Der Editor ist ja schön und gut, da hat sich wohl jemand Mühe gegeben bei Ubisoft. Alles andere... Ja, aber sonst wäre auch Twilight nicht Twilight, wenn der Editor scheiße wäre, ne? Boah, stell dir vor, es gibt keinen, ne? Ja, also verschissen. Ich hätte mich nicht überrascht. Also, dass sie sich dann sagen, ja gut, dann können wir ja schlecht so mit den DLCs und sowas. Boah, die ja. Wir vielleicht mehr, wenn wir dann da nicht unendlich viele Maps von den Community erstellen lassen. Und so, gibt's einfach nicht. Und dann hätte dann hättest du das Spiel wegwerfen können. Ja, da hätte ich aber auch gesagt, ne. Aber ich glaube, dann wäre auch die Community auf die Barrikaden gegangen. Weil... Ich finde es ja so schon, ich meine, wie viel Stunden hast du jetzt... Meiner Meinung nach müssten sie sowieso, weil, also nicht, wie gesagt, ich finde aber, dass so Sachen einfach nicht passieren dürfen, so wie das hier. Es darf nicht passieren, dass der Multiplayer zwei Monate später kommt bei so einem Spiel, dann, dass er halt jetzt so funktioniert, wie er jetzt funktioniert.
Hat auch ja, aber das ist das Problem. Witz, ne? Weißt du, wer meckert denn? Wir meckern jetzt rum und dann, ja. Dann kommen die Zuschauer an und sagen, ja, du meckerst ja rum und ich kriege es ja im Stream mit, weißt du? Jedes Mal, wenn ich Twilight spiele, ich merke auch selber, dass es mir so ein bisschen die Laune runterzieht, weil es einfach Sachen sind, die mich stören. Ich kann dieses Spiel einfach nicht mehr so gemütlich spielen, wie ich es mal spielen wollte. Weil dieses Spiel einfach, es hat so viel Potenzial, das aber nicht ausgeschöpft wird, weil da irgendwo, ich weiß nicht, ob es gespart ist oder wo einfach so nicht fertige Arbeit abgeliefert wird. Und das ist auch das, was mir bei vielen Spielen den Spielspaß raubt irgendwie. Und dann kritisierst du es und dann heißt es, ja, du maulst immer nur rum und du heulst immer nur rum. Ja, weil irgendwie müssen wir ja irgendwas machen. Ich meine, selbst die Peatsmeet haben ja gemeckert, dass der Multiplayer nicht da ist. Und dann kriegst du so, so Ansagen, ja, bald kommt der Multiplayer. Ne? Ich meine, ich bin halt schon froh, dass er überhaupt kam, muss ich sagen. Ne? Ja, aber ganz ehrlich, bist du so froh? Ganz ehrlich, lieber komm, sollen die. Aber also ich bin natürlich unzufrieden damit, wie es jetzt. Ich meine. Weißt du, lieber sollen die den, sag ich dir ganz ehrlich, lieber sollen die den nochmal schließen und dann fehlerfrei rausbringen. Warum bringen die so ein Ding raus, was nicht richtig funktioniert? Was. Gut, du kannst gegeneinander spielen, gut. Auch so mit, ich glaube, du hast deinen Nat-Typ immer noch nicht auf. Das haben sie jetzt auch hingekriegt. Ich hab mal einen Nat-Typen auf. Okay. Ne, aber das haben sie jetzt hingekriegt, dass du mit gegeneinander spielen kannst, ne? Aber ganz ehrlich, warum? Warum, übrigens, hab gewonnen. Du Pisser. Warum nicht fertig? Was aber auch schon wieder zu schätzen, also wir auch wieder zu schätzen müssen, dass wir auf die Verbindung klappt, ne? Wie du eben meintest. Ja, trotzdem gibt's Lags. Keiner raus. Gibt immer noch Lags, so performance-mäßig. So, und das war jetzt eine 37-minütige Aufnahme. Mit ein bisschen Gejammere, bis ein bisschen Gemeckere und mit meinem Tagessieg. Mit lucky. Ja, richtig lucky. Also, es fehlt die Zeit, es fehlen Fehler, es fehlen normale Punkte. Wenn einer ein DNF kriegt, dann soll der 0 Punkte bekommen. Die Streckenzentrale, ich kann euch das nochmal kurz zeigen, was ich eben gemeint habe. Ich gehe mal kurz raus. Hier sind die ganzen Bilder gestaucht. Aber wenn ich jetzt sage, hier fügt eine Strecke hinzu, jetzt kommen wir noch zum nächsten. Fügt eine Strecke hinzu, jetzt kann ich hier unten nur bis hier hingehen, ich komme nicht weiter. Also das heißt, der sagt mir 1, 2, also das sind die Maps, die ich runter habe. Das ist ja jetzt nicht wirklich viel. Menü sieht doch einfach nicht so cool aus wie ein Führer. Genau, das sieht halt also scheiße aus, schon. So gestaucht, ne? Die Lobby so. Schon, ne? So, warum? Weil die hier ihre Karten haben, die, wo irgendeiner gesagt hat, er sieht voll geil aus. Und jetzt musst du halt hier diese Map so erstellen. Gut, jetzt merkt euch mal dieses Bild hier mit dieser Rampe, also hier das von der schweren Map, wo ich jetzt gerade drauf bin. Ich gehe mal rüber, Autumn Breeze heißt die. Da siehst du halt so ein Haus mit der Rampe, hinten so ein bisschen so ein Laubwald. Das gucken wir uns jetzt mal in der Streckenzentrale an, wie das da aussieht. Und ich habe wesentlich mehr Maps runtergeladen, die werden mir aber einfach nicht angezeigt. Auch wieder richtig behindert. Diese verzerrten Bilder, richtig blöd. Hinzu kommt Ladezeiten. Warum so lange Ladezeiten? Für was? So. Jetzt kommen hier die Maps. Du kannst dann so einen Screenshot machen. Und diese Screenshots sehen dann auch noch aus wie Scheiße. So, jetzt da unten ist sie, die Autumn Breeze. Wenn ich jetzt hier raufgehe, das ist das normale Vorschaubild. Und das wird einfach gestaucht. So dass ich dann schlank aussehe quasi. Ne, dann lass den Map-Ersteller doch direkt einen kleinen Ausschnitt davon wählen, damit das vernünftig aussieht. Aber geht nicht hin und nehmt dieses, ich sag mal, fast 16:9 Bild davon und staucht das dann in den Multiplayer rein, dass du gar nicht raffst, was... In Fusion auch schon besser geklappt hat, ne? Ja, Mann! So, jetzt gehst du hier Strecke hinzufügen und dann sagst du, okay, gucken wir mal, was ich da für Maps habe. Und dann guckst du dir das an, so, hä? Dann hast du dieses ganze Bild, was da ist, einfach so komplett gestaucht.
Ne, wird einfach dann einmal rumgedreht auf Hochkantformat. 9 zu 16. Also viele Sachen, die einfach nicht funktionieren. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Förster, ich glaube nicht, dass ein Cresinho, ich glaube nicht, dass ein Robert und ich glaube nicht, dass ich so derzeit Bock haben auf eine Tour de Twilight, so wie es momentan ist. Ihr könnt uns gerne Vorschläge in die Kommentare reinschreiben. Es wird auf jeden Fall eine saftige Tour de Salz werden, wenn irgendwie sowas kommen wird. Aber so wie der Multiplayer momentan ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen, hat, glaube ich, keiner von uns Bock auf so einen Wettbewerb, weil der einfach nicht realistisch ist. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, man baut sich den irgendwie zusammen, so wie man das selber haben möchte. Aber ist das das Richtige? Ich weiß es nicht. Schreibt mir erstmal in die Kommentare. Ich bin raus. Dankeschön, Despen. Bitteschön. Und tschüss. Euer Kommando.